machen in den Wagen. Und wir fahren einfach los, ohne all die anderen zu fragen. Und wir räumen die Beziehungskissen aus. Und wir schauen nach, was drin ist unter all dem Staub. Da ist sicher mehr zu finden, als man glaubt. Hallo zum Backstage-Talk. Heute bei mir sind Michael Witte und Band. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Wir freuen uns auch. Vielen Dank für die Einladung. Schön. Erzählt mal von euch. Wie habt ihr zueinander gefunden? Seit wann spielt ihr jetzt zusammen? Ich spiele mittlerweile schon seit 27 Jahren vor Publikum. Die Band ist entstanden 1998 oder 99. Da war die Besetzung noch ein bisschen anders. Mhm. Und Lilia mit der Geige und Kontrabass ist jetzt seit ungefähr zwei, drei Jahren dabei. Und Lilia, wie bist du zu der Band gekommen? Wurdest du quasi gecastet oder hast du dich beworben? Erzähl doch mal kurz von dir. Nein, ich habe in dieses Orchester gespielt. In diesem Aachen genau. String Theory. Genau, da habe ich Kontrabass gespielt und habe ich den Michael kennengelernt und irgendwann hatte mich so gefragt, ob ich Lust hätte, mit dem einmal ein Konzert nachher noch zusammenzuspielen. Und dann so kam es, dass ich da angefangen habe, seine Lieder so zu lernen und mit ihm Konzerte zu machen. Und irgendwann ist er auf die Idee gekommen, einfach dieses neue CD zu schreiben. Hat mich gefragt, ob ich Lust habe, da Geige zu spielen. Weil ich auch Geige spiele, also beide Instrumente. Euer Album dieses Jahr ist rausgekommen, Zirkushimmel. Wie ist die Zusammenarbeit gewesen? Manchmal hat man eine Idee, nur ein Wort oder einen kleinen Satz und das trägt man eine ganze Weile mit sich rum und dann irgendwann geht es weiter und es wird wenn man Glück hat, wird ein Song draus. Und die Zusammenarbeit war einfach so, dass ich die Songs geschrieben habe zu Hause und habe die dann den anderen im Proberaum vorgestellt und habe eigentlich nur gesagt, lasst euch mal was einfallen. Und das hat irgendwie dann auch geklappt. Ich will mich nicht an dich gewöhnen, niemals schweigen. Zwischen allen grauen Tönen deine leuchtenden Farben immer wieder aufs Neue suchen und finden und sehen. Macht dir das irgendwie mehr Spaß, mit einer Band zu spielen? Du könntest ja auch alleine mit der Gitarre auf die Bühne gehen. Wie kommt das, dass du dann doch lieber mit einer Band spielst? Also ich spiele sehr viel alleine tatsächlich. Also ich spiele sicherlich mindestens die Hälfte aller Konzerte auch alleine, was aber letzten Endes einfach wirtschaftliche Gründe hat heutzutage, weil nicht jeder Veranstalter mal eben die Gage für eine komplette Band parat hat. Ich mag beides sehr gerne. Wenn man alleine spielt, ist es halt eine ganz andere Verbindung zum Publikum. Man kann viel mehr improvisieren, man kann viel mehr Blödsinn machen, aber auf der Bühne zu stehen mit so tollen Musikern, wie ich jetzt habe, die mich begleiten, das ist natürlich eine ganz andere Energie, weil da so ein Gemeinschaftsgefühl auch entsteht und das geht dann auch hoffentlich in den meisten Fällen aufs Publikum über. Was sind eure Pläne für die Zukunft? Weiter Musik machen. Die nächste CD wird eine Solo-CD werden. Das ist dann ja inzwischen schon die fünfte unter dem Namen. Und dann, wenn die raus ist, wird es die nächste Band-CD geben. Aber das wahrscheinlich auch dann erst übernächstes Jahr. Okay, schön. Du bist schon ein Freund der Singer-Songwriter-Kultur und hast dich deshalb dann auch selber dazu entschlossen, Singer-Songwriter zu sein? Oder ist das so im Laufe der Zeit, ist das entstanden irgendwie? Ich habe irgendwann mit 8 Jahren gesagt, Mama, Papa, ich will unbedingt Musiker werden. Mhm. Und tatsächlich hat es mit ganz, ganz vielen Umwegen auch funktioniert, sodass ich heute sagen kann, ich bin jeden Morgen eigentlich sehr dankbar, wenn ich aufstehe, dass ich meinen Lebensunterhalt mittlerweile damit verdienen kann. Ich habe allerdings auch erst als Gitarrist in Bands gespielt und habe dann irgendwann angefangen, die zweite Stimme zu singen. Und irgendwann habe ich dann halt gesagt, ich will einfach selber schreiben. Ich will einfach selber auch Material aus dem Kopf aufs Papier und letzten Endes auf CD bringen. Und wenn mir jemand gesagt hätte, du wirst niemals auch nur eine müde Mark damit verdienen und dich will eigentlich auch keiner hören, dann hätte ich natürlich zu Hause auch für mich alleine weitergemacht. Also das Musik machen ist einfach Das ist deine Notwendigkeit für genau. dein Leben. Okay. Ja. Sehr schön. Ich bedanke mich sehr, dass ihr hier wart. Das war das Backstage-Interview und ich wünsche allen ganz viel Spaß beim Konzert. Und ich schlage meine Seiten eine nach der anderen auf. Und ich lerne, meine Fälle zu reiten. Die Frage ist,
nicht darauf.